Hallo zum Beispiel, willkommen zu einem Video zu Rocket League. Es gibt eine Sache, die ich jetzt wirklich seit Jahren sage. Und zwar, Rocket League-Spieler werden immer stärker. Das, was jetzt aktuell Diamond 3 ist, ist viel, viel stärker als die Diamond 3-Lobbys von noch vor 3 Jahren. Das will ich heute wieder mal beweisen, denn wir gucken uns heute 2 Wiederholungen an. Eine davon ist SSL, also der Höchstrang im Spiel aus dieser Season. Und das andere ist SSL von vor 3 Jahren, von 2021, aus der 2. Season. Aus der 1. Season gibt es noch nicht viel anzugucken. Und wir müssen raten, welche Partie ist aus der aktuellen Season und welche ist aus der 1. bzw. der 2. Season. Und wenn Rocket League-Spieler wirklich kollektiv besser werden, dann wird das ja, denke ich mal, auffallen. Standard-Rot. Das ist asozial. Okay, wisst ihr was? Die Standard-Painted-Dinger sind eigentlich ganz nice. Irgend juckt mich jetzt gar nicht so. Aber Standard in... Sorry, hole ich mir. Naja. Einfach coole Boost. Ich guck die mir gerne an. Ja, wer sich jetzt auch holen möchte, Creator-Code wartet auf den C. Aber gut, Partie Nummer 1. Mal sehen. Also, wird ein Pinch versucht. Auf jeden Fall müssen wir festhalten, selbst wenn es jetzt nicht so krass aussehen sollte, SSL, bei irgendeinem... Wobei, das wird schon krass aussehen. Das erste Tor hingegen fühlt sich ein bisschen random an, wie das steht, ehrlich gesagt. Der Ball wird da ein bisschen... Hat gehauen, gewifft. Immer ein Whiff gewesen, aber es kann jedem passieren. Okay. Auf was für Aspekte muss ich denn drauf achten? Ich glaube, die Erholung von der Wand sind wichtig. Speedflips gehe ich davon aus, dass jeder schon clean einsetzen kann. Bump. Safe. Mein erster Impuls ist zu sagen, dass das SSL aus 2021 ist. Weil ich einfach dran denke, was mein Anspruch an SSL ist, aus heutiger Sicht, und das jetzt hier mit Vergleich. I don't know, ich habe das Gefühl, das ist nicht da, wo ich das gerne hätte, SSL vom Niveau. Wind gietet, gut kontrolliert in der Ecke. Heißt natürlich, by the way, überhaupt nichts. Gut. Durch Zerstörung steht ein Tor. Auch SSL-Spieler gehen auf Zerstörung. Hat nichts mit Noobie-Sein zu tun. 3 Octanes in der Runde. Könnte auch dafür sprechen, dass es eine alte Partie ist. Weil der Octane ist so als Nummer 1 Auto nicht mehr ganz im Trend. Wenn ihr in der Runde seid, dann sieht ein Octane inzwischen ein bisschen seltener. Aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, ob das auch auf SSL-Niveau zutrifft. Aber zumindest auf niedrigem Niveau passiert das noch seltener. Ich glaube nicht, dass flashy Mechaniken ausschlaggebend sind übrigens. Also danach suche ich jetzt gar nicht. Sondern eher wirklich, wie wird mit dem Boost umgegangen und ob vielleicht schon ein paar Mechaniken angewendet werden, die erst in den letzten Jahren rausgefunden wurden und mehr genutzt werden. Zum Beispiel gibt es eine Mechanik, dass wenn du keinen Flip mehr hast, aber mit der Nase richtig landest, kannst du dir einfach so noch einen Flip wieder abholen. Also deine Nase flippt, dein Wagen bounced wieder hoch und dann kriegst du wieder einen Flip. Dann kannst du instant wave dashen. So, ich gehe davon aus, dass SSL-Spieler das inzwischen sehr konsistent können. Der Fake. Und dass man das auch ab und zu... Also wenn wir das sehen, in irgendeiner Runde, ist das schon mal head confirmed. Wall Dash hat er, glaube ich, versucht. Gab es 2021 schon das Knowledge über Wall Dashes? In dieser Form, dass du die so chainen kannst? Ich glaube auch, das kam erst später. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also ist schon auf jeden Fall gutes Niveau. Mir fehlt halt nur der Vergleichswert. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, SSL inzwischen ist ein bisschen stärker. Aber war der unhaltbar clean? Gegner haben auch schon aufgegeben. Gucken wir kurz das Tor aus der Gegnerperspektive an. Also. Er macht die Kamera... sehr lange aus meiner Sicht. 21, 2. Der ist fast 2 Sekunden blind. Ein SSL-Spieler heutzutage ist doch nicht 2 Sekunden blind, um zum Mittelboost zu gehen. Und bremst dann da komplett aus. Also ganz ehrlich, das ist für mich locker. Locker SSL vor 3 Jahren gewesen. Locker.
Vor 3 Jahren war ich ja auch einmal Champion 3. Keine Ahnung, was das heutzutage wäre vom Skill. Aber das ist für mich locker damals SSL. Sorry an die Spieler, wenn es aktuell SSL ist. Ihr seid trotzdem besser als alle Leute, die das Video gucken wahrscheinlich. Mich eingeschlossen, logischerweise. Ja, SSL ist ein Rang. Haben noch nicht so viel erreicht. So, aber guck mal hier die Runde. Kein Octane. Kein Octane. Kein Octane. Kein Octane. Für mich ist das jetzt schon alleine in der Autoauswahl der Beweis. Nicht der Beweis. Aber ein Indiz. Ein Indiz dafür, dass das die aktuelle SSL-Partie ist. Auch hier so ein Speedy Wave Dash. Achtung, seht ihr da? Zack. Haben wir vorher auch nicht gesehen. War jetzt aber entgegen in Sachen Game Sense saudumm. Meines Fall noch hier einigermaßen viele Tore. Busfilter verfehlt 2 Stück. Aber selbe Situation, er geht zum Mittelboost und er macht nur kurz einmal Tap. Ist schon ein Unterschied. Würde mich echt interessieren, wie die SSL-Spieler von damals gegen die SSL-Spieler von heutzutage einfach mithalten könnten. Das ist richtig deutsch, ich glaube ja, ne? Weil der Game Sense wird hier auch ungefähr gleich gut gewesen sein. Ich glaube, eine komplette Zerstörung wäre es nicht, ehrlich gesagt. 1-1, nice. Habe ich übrigens schon gesagt, dass wenn ihr neu seid, ihr mal ein Abo da lassen könnt. Machen. Ich mag Abos. Danke, danke. Okay, aber... Großen Booster fehlt. Aber jetzt eher so Kleinigkeiten. Flip Reset war das. Macht er jetzt. Flip Reset. Ja, war nicht clean, aber er hat es versucht. Haben wir davor in der Wiederholung nicht ein einziges Mal gesehen, dass es versucht wurde. Oh, warte, warte, warte. War das die Mechanik? Nee. Oder? Das ist einfach nur ein missglückter Wave Dash. Wobei, so halb. So halb. Er ist mit der Nase und hat nur einen Flip gekriegt. Er wurde nicht gehalten. Ich tendiere stark dazu zu sagen, dass Partie 2 die Partie ist, die wir suchen. Aber ich würde noch nicht Nagel drauf machen. Sagt man das? Nein. Okay. Geht nach vorne. Er klärt den in die Mitte. Kontrolliert aber. Echtes Stellungsspiel von Team Blau. Weggerammt stark. Ist ein Tor. Aber Tor ist jetzt ja durch den Bump entstanden. Ein Bump-Tor haben wir davor auch gesehen in der Partie. Gut. Oh. Aber er hat noch Boost über. Auf Boost-Management habe ich gerade leider überhaupt nicht geachtet in der Partie. Hätte ich nichts zu sagen. Auch die Torx-Personen helfen uns, glaube ich, nicht weiter. Ich glaube, das ist alles Standard. Was gut ist. Ich fände das doof, wenn einer über die Torx-Personen das erkennt. Es soll ja schon fair sein. Gut, an Autos kann man es erkennen. Aber das ist ja einfach nur ein Indiz, ist ja kein Beweis. Damals gab es auch viele Leute, die Fennec mochten. Aber warum eigentlich, ne? Warum ist dieser Trend aufgekommen? Ja, aber guck mal hier! Diese Walldash-Chains, die er macht. Es kam, glaube ich, auch erst in den letzten Jahren raus, dass Profis damit angefangen haben, das zu machen. So sind gute Spieler. Also für mich deutet nach wie vor alles darauf hin, dass das die aktuelle SSL-Partie ist und das andere SSL vor 3 Jahren war. Es sieht halt nach einem anderen Rang aus. Kein Hate an die Partie davor, aber es sieht halt aus meiner Sicht nach einem anderen Rang aus. Okay. Right. Muss man auch dazu sagen, SSL ist ein sehr großer Rang. Da gehen die Skillspannen auch nochmal weit auseinander. Und der Sprung von SSL zu SSL, der ein Profi ist, da liegen Welten zwischen. Jetzt. War nice. War nice. Ich hätte erst gedacht, dass er auf den Bump geht. Ja, weil macht eine hoch. Und jetzt da auf den Bump. Ich wahrscheinlich versucht, weil ich den nicht so gut da oben gegenhauen kann, kontrolliert. War aber besser, was er gemacht hat, logischerweise. Was? Was? Heißt gar nichts. Aber ist nett gewesen. Wie kontrolliert er den Flug macht.
Ich hätte einfach all meinen Boost da schon rausgejagt. Ich hätte da nur irgendwie 10 Boost gehabt. Aber ich krieg noch so viel Speed da drauf. War nicht schlecht, der Schuss. Na, da ist die Frage, wäre das reingegangen in der alten SSL-Lobby oder hätten die den trotzdem mit Game Sense gehalten? Wenn das die alte SSL-Lobby ist übrigens, wäre ich irritiert. Es sieht halt wirklich nach einem anderen Rang aus. Wäre sehr, 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 sehr weird. Okay. Wartet auf ein Teammate. Awkward, aber hat den Ball. Wenig Boost aber. Der Boost? Nope. 3, 2. Okay. Air-Dribbling Time. Yes. Oh. Oh, war clean. War ein richtig schön cleanes Tor. Gucken wir sogar nochmal an. Ein Touch, der powerful war. Zweiter Touch, der powerful war. Zack rein. Clean. Was willst du da sagen? Ist einfach stabil gemacht. Gegner geben auf. Ja, also, das hier wirkt aus meiner Sicht halt so unkontrolliert. Das haben die davor halt nicht gemacht in der Lobby. Weil er kann den Ball da oben easy kriegen, aber er ist mit einem Boost in Richtung gegangen. Ist halt dann ein Gegentor. Ja, es tut mir leid. Es ist immer noch, ne, alle Spieler in der Lobby, wenn du die damals nimmst, du packst sie in eine Zeitkapsel und du packst die heute vor den Computer, die machen immer noch uns alle fertig, die nicht SSL sind, wahrscheinlich. Aber ja, ich würde die Behauptung aufstellen, dass Partie Nummer 1, also das hier, ist das SSL damals war und Partie Nummer 2 SSL jetzt ist. Die aktuelle Partie ist die Partie vom B-Punkt. Wo war B-Punkt drin? Hier nicht? Okay, gut, dann ist es relativ simpel. Aber ich fand es generell auch leicht und ich fand es sehr, sehr deutlich zum Angucken. Die zweite Partie ist die aktuelle SSL-Partie gewesen. Es hast du halt voll gemerkt. Das hast du am Anfang schon gemerkt, dass hier einfach niemand den Octane spielt, warum auch immer Leute nicht mehr Bock auf den Octane haben. Aber kein Octane war drin. Fettes Zeichen. Alleine, wie die gespielt haben, was die für Mechaniken versucht haben, wie kontrolliert das war. Das war halt ein anderer Rang aus meiner Sicht vom Skill. Hast du schon sehr, sehr krass deutlich gemerkt. Ich habe übrigens schon erwähnt, dass ich im letzten Video, vorletzten Video, die Torques von hier freigespielt habe. Ist nice. Ich kann auch jedem nur empfehlen, nach wie vor. Der Rocket Pass ist gut, diese Season. Hier. Also kann ich nur jedem empfehlen. Wer die Credits über hat, der kann sich das auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich bin übrigens nach wie vor noch Champion 2. Liegt aber auch daran, dass ich leider nicht viel gespielt habe. Das heißt, mein Skill wird einfach wieder komplett im Boden sein. Finde ich gut. Was würdet ihr davon halten, wenn ich mal so ein Video mache, aber dann mit einem anderen YouTuber zusammen? Dass wir beide raten? Wäre das was, wo ihr sagt, ey, das wäre interessant? Und sagt ihr, langweilig. Schreibt es mal in die Kommentare. Gut, aber wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.